Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Ballhorn, Chefredakteur von Jacobin und auch Host von diesem Podcast. Wir haben letzte Woche eine kurze Pause gemacht, sind aber heute wieder da und ich freue mich sehr über das Thema und auch über meinen Gast heute. Wir sprechen über die Krise der deutschen Wirtschaft bzw. die Krise der deutschen Automobilindustrie, das Herz der deutschen Wirtschaft. Wir sprechen darüber, was die Krise bei VW und auch bei anderen Autoherstellern, erstens, worin sie wurzelt, was sie bedeuten könnte für das gesamte deutsche Exportmodell und auch, und noch am wichtigsten natürlich, ist, wie Linke und Gewerkschaften eine Strategie entwickeln können, die nicht nur die Krise meistert, sondern auch die Industrie verwandelt in einen Motor für eine grüne Transformation, und zwar eine grüne Transformation, die die 10, wenn nicht 100.000er Beschäftigte in der deutschen Automobilindustrie mitnimmt, ihr Lebensstandard erhöht und eine solidarische Perspektive für die Klasse und für die Gesellschaft anbietet. Das ist harter Tobak, das ist ein sehr großes und ehrgeiziges Ziel in einer Zeit, wo linke Parteien allgemein unter der 5%-Hürde sozusagen liegen und die Sozialisten in den Gewerkschaften auch nicht besonders stark sind. Aber es ist eine wichtige Herausforderung und auch eine zentrale Herausforderung für sozialistische Politik in diesem Land, in diesem Zeitalter. Und deshalb freue ich sehr über meinen Gast heute, Nicole Klein heißt der Kamp Gonzales. Nicole forscht auch zur Transformation der Autokrise in Deutschland und ist auch Jacobin-Autorin. Sie hat tatsächlich auch heute einen Text bei uns veröffentlicht mit dem Titel Transformation ja, aber sozial. Und wir werden gleich mit ihr darüber sprechen, was sie damit meint, wie diese Transformation aussehen könnte und welche gesellschaftlichen Kräfte, Bündnisse und Akteure es braucht, um eine solche Transformation politisch zu erzwingen. Wir werden Nicole gleich willkommen heißen, davor aber wie jedes Mal den Hinweis, wenn du den Podcast gerne hörst, bitte abonniert uns, gibt uns viele Sterne in der Bewertung und empfiehlt uns auch gerne an Freunden und Kollegen. Unsere Leserschaft oder Zuhörerschaft in diesem Fall könnte immer größer werden. Wir sind dankbar für jede Unterstützung und ja, wie ich auch jede Woche sage, wir sind nicht nur ein Podcast, sondern auch eine Zeitschrift, die viermal im Jahr erscheint. Unsere neue Ausgabe ist gerade in die Druckerei gegangen und wird in ein paar Wochen erscheinen und bei euch eintreffen. Wenn du heute zum Beispiel noch ein Abo kaufst unter jacobin.de/abonnieren, kriegst du ein Exemplar von der neuen Ausgabe auch zu Hause geliefert. Gut, das war's und bis gleich mit Nicole. Herzlich willkommen, Nicole, bei Jacobin Weekly. Ja, vielen Dank, Lauren, für die Einladung. Genau, wir wollen heute eigentlich mit dir über die Krise der Automobilindustrie sprechen und auch gewerkschaftliche, politische, sozialistische Strategien dagegen oder daraus sozusagen. Du hast in den letzten paar Jahren auch mehrmals für Jacobin geschrieben über die Autoindustrie und auch über die Perspektiven für Beschäftigten in der Autoindustrie angesichts der Klimakrise. Vielleicht kannst du zum Auftakt einfach ein bisschen über deine Forschung uns erzählen und was du in den letzten Jahren eigentlich in der Industrie genauer angeschaut hast. Ja, nochmals vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Doktorandin in USA in Geografie und ich habe mich schon immer mit Klimawandel beschäftigt, auch in meiner Masterarbeit. Und aber mein Thema war immer, was Gewerkschaften in dieser Situation quasi, ja, welche Strategien sie da haben, was welche Positionen sie haben und so weiter. Und in der Zeit habe ich mich dann immer mehr interessiert für Industriegewerkschaften, weil ich gemerkt habe, dass eben dort die großen Veränderungen stattfinden werden, wenn wir dekarbonisieren wollen und diese Industrien halt stark von fossilen Industrien abhängig sind, dann heißt das, dass da, wenn es da Veränderungen gibt, dass es dann halt auch für die Gewerkschaften ziemlich wichtig sein wird. Und dann habe ich mich dann für, weil ich halb Deutsche bin, habe ich mich entschieden, dann halt in Deutschland meine Forschung zu machen. Und dann habe ich mich auf die Automobilindustrie fokussiert und die Kohleindustrie. Autoindustrie, vor allem VW, jetzt zufällig.
und Kohleindustrie in NRW im Rheinischen Revier, und also mit beiden Gewerkschaften. Dann habe ich mir beide Gewerkschaften angeschaut und dann habe ich letztes Jahr halt ein Jahr Feldforschung gemacht in beiden, also in Hessen bei VW und in NRW in Garzweiler, und habe mit Beschäftigten geredet in beiden Industrien, mit den Betriebsräten und mit auch einigen Leuten von der Gewerkschaft. Und ja, und es war eine sehr interessante Zeit. Ich hab mich vor allem im Kohlerevier, dachte ich, das wäre vielleicht ein bisschen schwer, da, weil man immer von außen hört, dass die Leute so, ne, dass die sehr defensiv sind auf Kohle, vor allem wenn man es über die Medien gesehen hat, auch im Bezug zu der Klimabewegung. Aber dann habe ich gemerkt, dass eigentlich die Leute schon sehr offen sind, darüber zu reden, wie ihre Realität ist und welche Ängste sie haben jetzt in Bezug zur Transformation und so weiter. Und das war so mein Interesse, vor allem mit dem Fokus auf die Beschäftigte, was sie so bewegt, welche Ängste sie haben für die Zukunft und welche Wünsche sie haben für die Zukunft und so weiter, ja. Du hast in deinem Artikel, der heute erschienen ist, geschrieben, dass während deiner Forschung, du warst ja auch bei VW, ne? Und dass, ja, Volkswagen. Ja. Genau, dass Beschäftigte in deinen Interviews dir immer wieder versichert haben, dass ihre Arbeitsplätze sicher sind. Jetzt sieht die Situation drastisch anders aus. Es drohen bis zu 3 Werksschließungen in Deutschland. Damit sind mehrere 10.000 Arbeitsplätze gefährdet. Und damit auch ein Stück weit das Fundament der deutschen Exportwirtschaft und damit sogar ein Stück weit das Fundament der Wirtschaft der Eurozone. Ja. Das sind jetzt natürlich viele Dimensionen, die man nicht in 3 Minuten runterbrechen kann, aber lass uns trotzdem vielleicht ein bisschen grundsätzlicher einsteigen. Mhm. Die aktuelle Krise bei Volkswagen und auch die Krise der Autoindustrie, würdest du sagen, das ist eine konjunkturelle Krise, die immer wieder vorkommt oder auftritt in der Autoindustrie, oder haben wir etwas mit etwas systemischer, grundsätzlicher zu tun? Also es ist meines Erachtens systemischer. Also auf jeden Fall ist es so, dass wir halt im kapitalistischen Wirtschaftssystem immer Krisen irgendwie erleben werden durch den Druck von Wettbewerb und Profitmaximierung oder Gewinnmaximierung. Kommt es halt eben dazu, dass es halt im System halt quasi chronisch Krisen gibt. Im Falle jetzt von VW, glaube ich, gibt es unterschiedliche Gründe, warum es jetzt zu dem kommt. Auf der einen Seite glaube ich schon, dass die Autoindustrie in Deutschland so über die Jahre verschlafen hat, dass da eine Technologieentwicklung gibt, in denen sie hätten einsteigen müssen schon früher. Deutschland hat keine Batterietechnologieentwicklung geführt seit den 70ern etwa. Also wir waren halt schon ziemlich behind sozusagen. Und dann etwa vor 15 Jahren oder so fing es dann langsam an, wo sie dann gecheckt haben. Und aber da hatte natürlich jetzt auf der anderen Seite der Welt, in China, war die Entwicklung dann halt viel weiter voran, weil die von Anfang an darauf gesetzt hatten, auf Lithium-Batterien zum Beispiel. Und und außerdem ist die Autoindustrie für Deutschland jetzt auch eine ziemlich wichtige, Sparte. Branche, ja, oder Zweig, weil sie repräsentiert so 4,5 etwa Prozent vom BIP. Es sind so 800.000 Beschäftigte mehr, wenn man auch indirekte Beschäftigungen dazu zählt und dann auch noch die ganzen Familien, die davon abhängen. Also es ist halt schon sehr wichtig. Wir sind Deutschland als Exportland von Gütern aus hoher Qualität, ist es halt dann auch vor allem in der Autoindustrie, ist es dann halt schon so, dass wenn da eine Krise entsteht, dass es halt für die ganze Wirtschaft Folgen haben kann. Mhm. Und wir sind halt auch immer noch der wichtigsten Exportländer in der Branche. Und wenn da jetzt eine Entwicklung gibt, ein Wandel gibt innerhalb der Industrie, dass wir halt weg vom Verbrennungsmotor gehen in elektrisch, dann ist es auf jeden Fall, dass das da rüttelt. Diese Krisen, Wettbewerb und so weiter haben wir auch in anderen Branchen schon gesehen. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer sich erinnern, aber
Wir hatten auch mal Nokia zum Beispiel, war auch mal so ein großer Player in der, wie heißt es, Handyherstellung, und dann plötzlich hat es auch nicht mehr geschafft im Wettbewerb und ist auch untergegangen. Also das passiert schon oft sozusagen. Aber man muss auch erwähnen, also in der, wenn wir über jetzt über die Krise reden, ist das jetzt so zugespitzt durch diese Situation, dass Volkswagen entschieden hat, dass die halt mehr Gewinn brauchen im Prozess, 6,5% oder so meinen die. Und dass sie dadurch die Kosten streichen wollen. Das ist natürlich, dann denken sie sich als erste Deutschland. Und ich glaube, da hat es unterschiedliche, habe ich auch im Artikel erwähnt, ne, Energiepreise und so weiter ist ein Grund. Die Preise generell hier auch für von die Löhne der Beschäftigten sind höher. Volkswagen produziert ja auch in den USA und in China. Und da sind die Kosten halt niedriger. Und dann vermute ich, dass sie dann davon ausgegangen sind, das Beste wäre dann in Deutschland zu kürzen. Aber auf der anderen Seite, also das ist die eine Sache, aber auf der anderen Seite war schon sowieso gedacht, dass die Autoindustrie jetzt schrumpfen wird, weil die, ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber die Herstellung von Elektroautos hat weniger Teile als die Produktion von einem Verbrennerauto. Also es ist komplizierter, ein Verbrennerauto zu produzieren als ein Elektroauto, und dadurch braucht man weniger Arbeitsstunden und weniger Beschäftigte generell. Also es war schon vorab zu sehen, dass das passieren wird, aber die wie sich die Gewerkschaften das ausgedacht hatten, war eher, dass das über die Jahre mit einem also sozialverträglichen Personalabbau, so demografisch. Also wenn die Beschäftigten älter werden, gehen die halt früher in Rente und diese Plätze werden halt nicht nochmal mit neuen Leuten besetzt. Das war die Idee. Aber natürlich, jetzt ist es halt so ein bisschen anders gekommen. Ein bisschen anders, ja. Und wie, ich meine, du hattest jetzt gerade die Produktionskosten erwähnt, auch insgesamt, dass Elektroautos einfach weniger kompliziert sind. Ja. Heißt das auch, dass dann die Profitmargen bei Elektroautos niedriger sind bei Verbrennern oder nicht automatisch? Bei den Verbrennern? Also ob sie bei Elektroautos niedriger sind als bei Verbrennermotoren? Also jetzt in der, ja, für die Deutschen, weil sie verkaufen sowieso nicht genug Elektroautos, ist das Problem, dass sie vor allem im chinesischen Markt, wo jetzt der wichtigste Markt ist, für die Deutschen für Elektroautos, dass die da halt nicht mitbewerben können mit BYD und die anderen Marken. Diese anderen Marken, ich habe gestern mir angeguckt, wie also in Europa, welche Preisunterschiede die haben, und das ist halt schon immer noch billiger. Die haben so 10.000 Euro weniger im Preis als die deutschen Marken im europäischen Markt. Und hier gibt es schon Tarife, also fast 50% Tarife. Und trotzdem sind sie billiger. Dadurch machen die Automobilhersteller immer noch mit den Verbrennermotoren Gewinne. Aber sie wissen, dass das halt eben in der Zukunft nicht mehr haltbar ist, weil die Elektroautos dann doch irgendwann den Markt beherrschen werden oder was auch immer. Und dadurch müssen sie halt quasi aus dieser Problem rauskommen. Das ist halt so das Problem, ja. Und wie, also wir hatten zum Beispiel Timo Daum hat vor ein paar Wochen bei uns geschrieben, aber auch insgesamt der Tenor in der deutschen Debatte ist einfach, dass die chinesischen Hersteller so viel weiter sind, so viel schneller waren in der Technologieentwicklung und Produktion, dass die deutschen Autohersteller schlicht nicht mehr mithalten können. Ist das, würdest du sagen, das ist eine faire Beschreibung der Tatsachen, oder gibt es noch Chancen für europäische und vor allem deutsche Hersteller da noch aufzuholen? Also ich glaube, es kann sich vielleicht so ein bisschen essentialistisch anhören, wenn man sagt, die Chinesen können das besser. Also wenn die es besser können, ist, weil sie halt über Jahre geforscht haben und wie ich vorhin erwähnt hatte, da schon ein bisschen hinterherhinkt. Ich kann jetzt nicht vorher sagen, ob sich die Autoindustrie, ne, ob wir sie noch retten können oder nicht. Ich glaube, es gibt noch die Chance, dass wenn der Staat da jetzt zum Beispiel subventioniert, in Forschung zum Beispiel, Forschung und Entwicklung subventioniert, dass wir da weiter vorankommen. Und ich glaube auch, die Tatsache, dass jetzt zum Beispiel USA mit der Einführung dieses Inflation Reduction Acts, dass da auch die Autoindustrien in Richtung USA schauen, dass sie da halt billig produzieren können, dass das sein kann, dass Volkswagen, die bauen ja sowieso schon dort Werke, neue Werke, dass sie da auch über den Markt quasi
einholen könnten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es möglich ist. Aber auch wenn das nicht in Deutschland funktionieren sollte, dann muss man trotzdem mit, was ich glaube, ich bei dem Artikel von Timo Down, dass da die Lösung nicht richtig rauskommt. Was passiert mit den Beschäftigten? Man kann nicht einfach sagen, naja, die Chinesen können es besser und dann bleiben die deutschen Beschäftigten halt, ne, oder er geht halt auch davon aus, was ich glaube falsch ist, dass dann zum Beispiel internationale Marken dann hierher kommen, wie Tesla, wie jetzt zum Beispiel Berlin. Und das wird, glaube ich, eher nicht passieren, dass dann hier, wenn die deutschen Marken weg sind, dass dann andere reinkommen. Das, glaube ich, ist dann eher nicht so. Und sowieso in der Geschichte der Automobilindustrie ist es so, dass die es hat in den USA angefangen, in den Anfang des Jahrhunderts. Und dann hat sich das über die Jahre immer weiter in unterschiedlichen Regionen fokussiert. Im Zusammenhang auch mit Krisen innerhalb der Branche, die mit zum Beispiel Mobilisierung von den Arbeitern zu tun hatte, weil sie eben schlechte Bedingungen hatten. Und dann hatte die Industrie die Möglichkeit, sich in anderen Gegenden zu bewegen, wo sie dann glaubte, dass man da davon wegkommt, sozusagen von diesen Problemen. Also es ist sowieso schon eine Branche, die sich halt, ne, über die Jahrzehnte in unterschiedlichen Orten der Welt bewegt hat, quasi durch die Krisen, die sie hatte. Ja. Und trotzdem, wie auch in deinem Artikel rauskommt, die Krise von VW oder die Situation bei VW in der deutschen Autoindustrie ist ja nicht nur entstanden, weil jetzt chinesische Hersteller schneller gewesen sind, oder weil vielleicht die Löhne in Deutschland ein bisschen zu hoch sind, um wettbewerbsfähig zu sein, jetzt ketzerisch gesagt, sondern du schreibst ja, die Situation bei VW ist exemplarisch für das, was uns in den nächsten Jahren erwartet, wenn wir die Klima- und Transformationspolitik nicht radikal verändern. Ja. Gleichzeitig sieht es nicht gerade so in Deutschland aus, als gäbe es ein mächtiges Bündnis zwischen Klimabewegung, linken Parteien und Gewerkschaften. Deshalb wäre meine Frage jetzt strategisch betrachtet, welche radikale Veränderungen sind eigentlich vorstellbar momentan? Also vielleicht, welche wären nötig und was ist dann vorstellbar? Ja, also ich glaube, nötig wäre, dass die Gewerkschaften, also von meiner Sicht wäre es nötig, dass die Gewerkschaften zusammenkommen, alle Gewerkschaften in Deutschland, und dass sie einem industriepolitischen Plan der Transformation, vorschlagen, und dass dadurch halt eben Druck ausgeübt werden kann auf die unterschiedlichen Parteien. Betrachtet von der Linken gesehen müssen wir natürlich jetzt, also von der linken Partei, die linke Partei ist natürlich jetzt in einer ziemlich schwachen Position, leider, vor allem auch, weil wir in ein paar Monaten dann auch Wahlen haben werden. Wir hatten gedacht, wir hätten noch ein bisschen mehr Zeit, um uns da mit der neuen Führung ein bisschen besser, aufzubauen. Der Kontakt zu den Gewerkschaften meines Erachtens muss da gestärkt werden. Das ist natürlich eine Arbeit, die über Jahre hinweg, also wenn man da tatsächlich Beziehungen zu den Gewerkschaften bauen will, dauert es Jahre. Aber ich glaube, da kommt man nicht halt von weg. Vor allem in den Industriegewerkschaften muss man sehen, das sind halt Experten in ihren eigenen Branchen, die wissen, was da passiert, die wissen, welche Lösungen man da bringen kann. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn das zusammen mit einer großen, starken Partei passieren könnte, die dann auch diese Interessen dann weiterbringt in dem Bundestag und als vielleicht auch als regierende Partei. Das wäre wünschenswert, aber das ist halt wirklich eine Arbeit, die über Jahre dann gemacht werden muss. Und da haben die Gewerkschaften immer noch einen Bezug zu der SPD. Aber von der SPD-Seite sehen wir auch nicht, dass da irgendwie jetzt was Krasses kommt, so als Lösung. Ne? Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Mich würde interessieren, was fordert jetzt eigentlich IG Metall zum Beispiel, was fordern die Industriegewerkschaften, und aus einer sozialistischen Perspektive,
was bräuchte man eigentlich? Also du schreibst, dass wir die Transformationspolitik radikal verändern müssen. Ja. Was konkret müssen wir da verändern? Was macht die Bundesregierung falsch? Ich bin mir sicher, da würde die Antwort stundenlang dauern, wenn man das wirklich ausführlich behandeln Ja. wollte. Aber wenn wir vom Status quo ausgehen Ja. und jetzt nicht irgendwelche Luftschlösser, die sich Aktivistis ausmalen, was müsste Ja. man jetzt konkret, an welchen Schrauben müsste man jetzt konkret drehen? Also ich glaube, dass erstens, ich glaube, dass das Thema Subventionen jetzt immer wichtiger ein Thema sein werden, auch in der Zukunft. Wie wir sehen, ist es von der Unternehmerseite anscheinend so, dass die Unternehmen jetzt fordern, dass der Staat da irgendwie eingreift und hilft, ne, bei diesen, in diesen Unterschieden. Das ist jetzt nicht nur VW eine Krise, sondern es ist generell die anderen Unternehmen, die jetzt stark energieintensiv sind, die fordern jetzt, dass da zum Beispiel ein Industriestrompreis kommt und so weiter und so fort. Das an sich ist schon wichtig. Und ich glaube, wenn es zu Subventionen kommt, dann muss es, wie wir auch in einem Artikel vor kurzem in Jacobin hatten, muss es mit Konditionen kommen. Es darf einfach nicht als ein Geschenk da sozusagen von unseren Steuergeldern einfach reinfließen und das wär's, sondern da müssen klare Konditionen kommen. Und meines Erachtens ist es wichtig, dass wir den Eigentumsfrage von kritischer Infrastruktur uns tatsächlich jetzt ernsthaft mit beschäftigen und vor allem Stromversorgung und Erzeugung. Wenn das Problem ist, dass wir abhängig waren von, naja, sind immer noch, aber halt indirekt vom Gas, vom billigen Gas aus Russland und wir eben nicht unabhängig waren mit unserer Stromversorgung, dann und wir jetzt aber der deutsche Plan ist, die erneuerbaren Energien auszubauen. Und wie ich im Artikel auch erwähne, ist es halt so, dass die erneuerbaren Energien quasi chronisch abhängig sind von Subventionen vom Staat, weil sie eben zu billig sind und damit nicht profitabel sind. Da muss man sich die Frage stellen, wenn es so ist, dass der Staat immer irgendwie da eingreifen muss in den Preisen und in der Erzeugung, also in der Investition für Infrastruktur und so, warum kann es dann nicht in öffentliche Hand kommen, ne? Da hätten wir eine bessere Kontrolle über die Preise. Da hätten wir eine demokratische Kontrolle auch über die Stromerzeugung und die Preise. Und das wäre dann auch quasi, könnte man dann sagen, eine Lösung für das Problem mit den teuren Energien, die jetzt, wo jetzt die Unternehmen halt sagen, wir wollen vielleicht in Deutschland nicht mehr produzieren, weil es zu teuer ist, ne? Die Gewerkschaften, ich würde sagen, generell sind schon pro Transformation. Das ist jetzt nicht, dass sie jetzt dagegen sind. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt irgendwie sagen, Klimawandel ist nicht wichtig. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Mythos innerhalb Der des Themas. Klimabewegung. Ja, und aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Vorschläge anschauen, die die Gewerkschaften bis jetzt gebracht haben, ich erwähne das jetzt nicht im Artikel, aber zum Beispiel die es den Es gibt eine Allianz, die heißt Allianz pro Brückenstrompreis. Das hat sich letztes Jahr gebildet. Und das ist ein Schulterschluss zwischen Gewerkschaften, also IG Metall, IG BCE und anderen Gewerkschaften mit Unternehmen zusammen, die sagen, wir brauchen einen Industriestrompreis quasi. Die nennen es Brückenstrompreis, weil die wollen es befristet bis 2030, sagen sie. Weil bis 2030 theoretisch haben wir so viele erneuerbare Energien ausgebaut, dass wir dann halt nicht mehr irgendwie eine Garantie vom Strompreis brauchen. Aber das ist halt, wie wir sehen, ein Schulterschluss mit den Unternehmen zusammen, dass man halt, weil man halt quasi den Staat als, könnte man sagen, als das Problem sieht, ne? Der jetzt irgendwie die Lösung bringen soll mit den Preisen. Vor ein paar Jahren gab es auch ein anderes Projekt, das war auch interessant, das hieß da hat die Gewerkschaft Metall mit IG BCE einen Fonds gebildet, das hieß Best Owner Group. Und dieses Fonds sollte quasi Zulieferer Unternehmen in der Autoindustrie, die jetzt, das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber wenn wir über Krise in der Autoindustrie reden, sind die großen Player eigentlich eher noch sehr gut gestellt im Vergleich zu den Zulieferern. Unternehmen, die halt sich sehr spezialisiert haben auf, keine Ahnung, einen kleinen Teil, der für den Verbrennungsmotor wichtig ist und nur das wird produziert, ne? Und dieser Fonds hat gesagt, wir werden diese Zulieferunternehmen, die jetzt quasi fast insolvent werden,
oder die halt keine Zukunft haben, weil sie sich auf irgendwas spezialisiert haben, die werden wir jetzt quasi abkaufen und im Besitz in diesen Fonds reinnehmen und dass man so den Personalabbau sozialverträglich abbauen kann. Aber das hat dann nicht funktioniert, aus unterschiedlichen Gründen, aber dieser Fonds hat dann halt leider auch nicht funktioniert. Und da auch da kann man sehen, dass zum Beispiel der, ich weiß nicht, ob man Chef sagt von diesem Fonds, aber jetzt die Hauptperson, das waren auch Leute, die in den Unternehmen, also früher in Unternehmen gearbeitet haben. Einer war von Bosch zum Beispiel. Also das ist auch, wie gesagt, wieder ein Schulterschluss mit Unternehmen und Gewerkschaften. Das ist auch zu erklären, weil die Industrie, die Gewerkschaftskultur in Deutschland, vor allem in den Industrien, sehr sozialpartnerschaftlich ist. Und da ist halt eine Zusammenarbeit mit den Unternehmen auch oft immer noch gesucht. So, ne? Und meint, also gesucht, aber wahrscheinlich auch nicht nur aufgrund der Tradition, aber nee. Auch der strukturellen Schwäche der organisierten Arbeiterbewegung in den letzten Jahrzehnten erstmal wahrscheinlich nicht zu vermeiden. Ja, ja, es ist nicht zu vermeiden. Es ist aber auch, wenn man zum Beispiel jetzt wo ich mit dem im Volkswagen mit den Leuten Interviews geführt habe, es war sehr interessant zu sehen, dass die Zusammenarbeit zwischen Betriebsräten und Managers, es gibt auch dieses Begriff, wie heißt es? Konfliktpartnerschaft, glaube ich, heißt das. Ne? Also es ist nicht nur, wir sind Bodies, sondern da ist natürlich immer auch Konflikt. Es ist halt gegensätzlich. Ne? Aber wo sie halt zum Beispiel, da gab es eine interessante Geschichte in 2006 in diesem, ich war in Kassel in dem Werk, haben sie mir erzählt, dass da 2006, da war Elektro noch gar kein Thema und dieser Werk sollte eine Abteilung schließen, weil die Zentrale in Wolfsburg gesagt hat, das produziert nicht genug, das muss jetzt geschlossen werden. Dann hat der Manager von diesem Werk zusammen mit dem Betriebsrat haben die gesagt, nein, wir wollen hier die Jobs weiter, wie heißt es, lassen. Wir müssen neue Produkte einbringen dafür. Und dann haben beide quasi einen Plan ausgestellt, in dem sie das erste Mal Entwicklung in Elektroteile entwickelt haben. Und das war dann halt einer der ersten Werke, die dieses Rotatoren, glaube ich, heißen die, in dem Antrieb von den Elektromotoren entwickelt haben. Und dadurch hat sich auch dieses Werk gerettet am Ende und ist auch einer der Komponentenwerke dann geworden, der dann auch Elektroteile produziert. Und da hatte halt der Betriebsrat wirklich die Vision zu sagen, nee, wir müssen jetzt wirklich, also ne, es ist wie interessant, wie die Betriebsräte selber auch Ideen mit einbringen, die dann halt auch für das Unternehmen wichtig ist in der Zukunft. Ne? Aber bei so einer Umstellung oder Transformation, Neueingliederung, ich weiß nicht, was der richtige Fachbegriff ist, einen gewissen Stellenabbau ist eigentlich nicht zu vermeiden, oder? Einfach weil, wie du meintest, die Produktion von Elektroautos und Elektrogeräten weniger kompliziert ist und insgesamt weniger Arbeitskraft braucht. Ja, also ich habe das oft gefragt, man könnte auch in einer ideellen Welt sagen, alle Leute gehen jetzt auf Teilzeit und damit sind alle Jobs gerettet, weil die Leute halt weniger arbeiten und dadurch alle Schichten irgendwie. Aber das geht halt nicht, weil sonst macht man halt keine Gewinne. Ne? Und also es ist dadurch, dass man Gewinne machen will, ist es halt dann nicht möglich. Dann muss halt abgebaut werden, weil, wie gesagt, die Teile weniger werden. Und vor allem das in einem Werk, also es ist eine komplizierte Frage. Man kann es auch nicht so pauschal sagen, weil in einem Werk kann abgebaut werden, wenn bestimmte Teile nicht mehr gebraucht werden. Aber wenn wir jetzt sagen, Deutschland bringt sehr viele oder baut neue Werke für die Produktion von Batterien, dann werden neue Jobs geschaffen, weil Batterie halt eben was Neues ist und da müssen halt auch Jobs entstehen und so weiter und so fort. Es ist halt auch dann geografisch abhängig, wo diese Batterien jetzt produziert werden, ob sie außerhalb des Landes oder in Deutschland. Und deswegen haben auch die Unternehmen hier Interessen, dass man hier auch Batterien macht, ne? Wie Tesla macht es und Volkswagen will in Salzgitter macht es auch. Also das ist auch davon abhängig. Und Batterien, wie gesagt, sind auch das, was am meisten Wert bringt jetzt in den Elektroautos, so 40% etwa.
Und deswegen ist das auch wichtig, wo die Batterien produziert werden. Und insgesamt, ich meine, du hattest in deinem Konflikt, wird so ein bisschen, also es wird plädiert, habe ich gesagt, in deinem Konflikt, in deinem Artikel, es ist noch ein bisschen früh am Tag, du plädierst für eine Klimastrategie oder eine Transformationsstrategie, die die Arbeiter mitnimmt, sozusagen. Wir stehen aber unvermeidlich vor einer Situation, wo es Stellenabbau geben wird. Gibt Ja. es, also du hattest jetzt ein paar Beispiele bereits genannt, aber gibt es zum Beispiel, ich weiß, dass es zum Beispiel in Belgien Versuche gibt, dass der linkere Flügel der Gewerkschaft quasi Angestellte aktiv Industriearbeiter organisiert, dass sie selber für so eine Transformation ihrer Industrie kämpfen. Gibt es Ja. da überzeugende Beispiele, wo man sagen kann, da hat es eine kämpferische Gewerkschaft geschafft, ihre Industrie auf eine andere Schiene zu legen, ohne einen Großteil der Belegschaft zu entfremden? Oder ist das eher bisher zumindest noch theoretisch das, was man richtig tun müsste, aber nicht so richtig umgesetzt wird? Also ich glaube, es gibt ein paar Beispiele. Jetzt vielleicht nicht in Deutschland, wie wir, also zumindest in der Industrie. Ich würde sagen, sogar komischerweise USA ist ein Beispiel, also die Gewerkschaft zum Beispiel UAW, United Auto Workers, die hat sich vor ein paar Jahren, glaube ich, sogar schon neu, sehr neu aufgestellt. Also es war eine ziemlich top-down-Gewerkschaft, nicht so demokratisch. Da gab es einen Prozess der Demokratisierung innerhalb der von den Beschäftigten aus. Und so dass dann auch ein neuer Geschäftsführer, glaube ich, heißt das, ne, bei denen gewählt worden ist. Das ist der jetzt auch bekannt ist, Sean Fain. Und der hat natürlich auch im Kontakt mit der Belegschaft, also mit der Basis, mit den Mitgliedern dann halt auch quasi einen neuen Schwung reingebracht und das war ziemlich jetzt auch erfolgreich. Die haben jetzt ein paar Wahlen gewonnen. Ich weiß nicht, wie viel jetzt die Zuhörer wissen, wie es in den USA funktioniert, aber in den USA ist es sehr schwer, eine Gewerkschaft zu bilden und das muss pro Werk und pro Arbeitsplatz erkämpft werden quasi. Und das haben die jetzt auch in einigen Orten geschafft, zum Beispiel sogar Volkswagen Chattanooga, wo mehrmals versucht worden ist und es nicht geklappt hat. Jetzt hat es geklappt, jetzt haben die eine Gewerkschaft. Und er jetzt auch strategisch, also er und seine Gruppe natürlich, strategisch jetzt denken. Und da war die Transformation auch ein Thema, weil in USA durch das IRA und die Produktion von Batterien in unterschiedlichen Werken haben die Unternehmen versucht, irgendwie Wege zu finden, sodass sie halt nicht organisiert sind. Also dass da keine Gewerkschaft ist, in deren entweder sie gehen in den Süden, wo es halt leichter ist, wo es halt schwerer ist, eine Gewerkschaft zu bilden, oder die produzieren, bauen neue Werke, sodass diese Beschäftigte eben keine, also unterschiedliche Strategien. Und Sean Fain und seine Gruppe haben gesagt, zum Beispiel jetzt haben sie gesagt, ja, wir werden halt unsere Verträge alle zur selben Zeit kündigen, für 28, glaube ich, und hat dann halt auch andere Gewerkschaften gebeten, das selber zu tun, damit sie alle gemeinsam und damit, wie heißt es, Leverage haben, um richtige Gewinne zu machen für die beschäftigten Arbeiterklasse. Andere Beispiele jetzt in der Transformation, ich glaube, es gibt gute Beispiele, vor allem im globalen Süden, auch in Lateinamerika, jetzt zum Beispiel in Mexiko haben wir Gewerkschaften, die mit dem, natürlich mit einem progressiven Regierung jetzt zusammenarbeiten, um die Stromversorgung und so weiter end-to-end neoliberalisieren. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber so, dass die halt nicht mehr privatisiert werden, so dass sie in die öffentliche Hand gehen. Und da sind die Gewerkschaften mit dabei. Dasselbe sehen wir auch in Kolumbien. Kolumbien hat auch jetzt ein Ziel, unabhängig von Kohle und Öl und so weiter zu werden und in erneuerbaren Energien einzusteigen. Da sind die Gewerkschaften auch mit dabei, mit der progressiven. Und in all diesen Gewerkschaften, wenn wir es uns anschauen, ist halt das Thema öffentliche Hand, also Stromversorgung in öffentlicher Hand, ein zentrales Thema. Und das ist für sie fast offensichtlich, dass es wichtig ist, dass für die Souveränität des Landes und auch die Unabhängigkeit, dass das so ist. Und viele, ich habe gestern ein bisschen gelesen, viele der
es ist interessant zu sehen, wie viele der Argumente von denen, dass sie sagen zum Beispiel, der Risking von privaten Unternehmen ist ein Schwachsinn, weil das bedeutet, wir nehmen die ganzen, also der Staat nimmt die ganzen Risiken ein, während die privaten Unternehmen da Gewinne machen. Das ist in Deutschland überhaupt nicht in Frage gestellt, auch nicht von den Gewerkschaften. Das ist so, als wäre das, ja, so ist es halt so ein bisschen, ne? Da wird halt nicht wirklich in Frage gestellt, warum müssen wir als Staat hier oder auch die ganzen Kosten an den Konsumenten geben, wenn auch die, eine Lösung sein könnte, dass man das halt in öffentliche Hand nimmt. Ja. Mhm. Ja, lass uns vielleicht da ein bisschen dranbleiben. Sozusagen Perspektive Industriepolitik. Wir hatten jetzt, wenn wir 3-4 Jahre zurückblicken oder vielleicht auch noch einen Tick eher noch vor Covid, hatten wir Fridays for Future, was in Deutschland immer als so eine globale Bewegung beschrieben wird. Aber es ist ganz interessant, wenn man die Statistiken anguckt, das war eine Massenbewegung in Deutschland und Österreich und überall anders eigentlich nicht wirklich. Aber sagt auch vielleicht ein bisschen etwas über die Selbstwahrnehmung der deutschen Klimabewegung. Aber so oder so, jetzt schnarchige Kommentare beiseite. Wir hatten eine riesige Klimamobilisierung. Wir hatten dann 21 die sogenannte Klimawahl, wo die Grünen sehr stark waren und wo es hieß, oder wo es nicht nur hieß, sondern auch viele Daten hergegeben haben, dass Klima die dominierende Frage war für viele Wähler. Jetzt, 3 Jahre später, scheint das fast komplett vergessen zu sein. Wir haben eher so einen Backlash in der Frage und gleichzeitig wird in der Linken, jetzt sowohl in der Partei Die Linke, aber ich würde sagen auch im Feuilleton, im breiteren linksliberalen journalistischen Milieu in Deutschland, finden alle plötzlich Industriepolitik sehr spannend und alle wollen darüber sprechen. Aber was, jetzt, du hast dich jetzt viel intensiver mit dem Thema beschäftigt als ich, was für eine Industriepolitik ist eigentlich denkbar? Weil du hast auch gleichzeitig Autoren wie Kohai Saito, der japanische Marxologe, der jetzt den Degrowth-Kommunismus ausruft. Man hat in manchen Teilen der Linken auch eine wachsende ökosozialistische Diskurs. Wie lässt sich das alles zusammendenken, beziehungsweise lässt sich das zusammendenken? Und was meinst du, wäre eine realistische, machbare linke Perspektive auf Industriepolitik? Ich meine, eine 3%-Partei kann sowieso keine machen, aber wenn wir sozusagen am Reißbrett versuchen würden, jetzt Übergangspläne für die nächsten Jahrzehnte zu entwickeln, fordern wir jetzt Arbeiterräte bei VW oder eher doch etwas zahmer? Ja. Also, ich glaube, ein wichtiger Ziel muss es sein, Menschen mitzunehmen. Das ist, was ich immer in meinen Interviews mit den Beschäftigten gehört habe. Wir werden nicht mitgenommen, die Menschen werden nicht mitgenommen. Das ist so ein Gefühl von, dass dieser Prozess der Transformation gar nicht demokratisch ist. Es wird von oben gebracht und die Kosten dieses Prozesses müssen die Beschäftigten oder die Arbeiterklasse quasi dann auf sich nehmen. Das ist einer der wichtigsten Gründe, glaube ich, der Ziele, dass wir halt da denken, wie werden die Menschen mitgenommen in so einem Prozess? Und da ist halt die ökonomische Frage ziemlich wichtig. Ich habe auch im Artikel gesagt, also wenn Leute, auch nicht unbedingt Leute, die in prekären Situationen leben, wenn sie das Gefühl haben, dass es zu einem Abstieg kommt ihres Status, was bei diesen Beschäftigten vor allem der Fall ist, weil die haben im relativ Vergleich zu anderen Beschäftigungen höhere Löhne, dass sie dann denken, dass es in der Zukunft schlimmer sein wird, dass sie dann leichter in den Populismus von den rechtsradikalen Parteien eingefangen werden, weil sie eben da die Lösung sehen, weil diese rechtsradikale Parteien auch Lösungen bringen, die eigentlich keine Lösungen sind, aber auch Versprechen bringen, die Leute als materielle Besserung ihrer Qualität, ihrer Lebensqualität verstehen. Was diese Parteien am Ende doch nicht bringen, aber das ist so ein Versprechen, wo dann die Leute dann halt schneller einfangen. Deswegen sehe ich das Thema der Transformation nicht nur da, dass man da dekarbonisiert werden muss oder dass da Subventionen in spezifischen
Unternehmen reinbringen muss und so weiter, sondern das muss als gesamtgesellschaftliches Problem gesehen. Wie werden Menschen mitgenommen? Die werden mitgenommen, wenn sie keine Ängste haben für ihre Zukunft, wenn sie wissen, die Kosten werden nicht steigen, wie wir es in letzter Zeit gesehen haben, wo sie dann doch gestiegen sind, ne, durch entweder CO2-Steuer oder jetzt die Preise wegen der Krise in der Ukraine und so weiter. Und das heißt, auf der einen Seite muss die Schuldenbremse abgeschafft werden, weil das ist tatsächlich die Bremse, die uns nicht weiter voranbringt, zu investieren in der Gesellschaft, aber auch in Entwicklung und Forschung und so weiter. Dass dann dadurch dann halt auch die sozialen Netze gestärkt werden, sodass, wenn es zu einer Situation kommt, dass es da einen Arbeitsplatzabbau gibt, dass dann diese Menschen keine Angst haben, dass sie in Armut gelangen oder so. Ne? Wie ich meinte, auch zu denken über Eigentumsfragen in öffentlicher Infrastruktur, damit wir eine bessere Kontrolle über zum Beispiel die Preise haben. Und natürlich auch, was die Gewerkschaften jetzt sowieso schon machen, das ist die einzelnen Verhandlungen mit den unterschiedlichen Unternehmen, sodass die Beschäftigten gesichert sind für die Zukunft. Ich habe gestern nochmal gelesen, was jetzt Sache ist mit den VW-Verhandlungen. VW hat jetzt einen Plan vor, IG Metall hat jetzt einen Plan vorgelegt, wo sie halt eben versichern wollen, dass wenn es zu einem weniger zu einem Abbau kommen soll, dass die Beschäftigten noch in Teilzeit arbeiten können, mit ein bisschen Einbußen von deren Löhnen, aber dass sie halt immer noch Löhne bekommen und dass sie halt nicht ihre Jobs verlieren. Das ist so, was ich sehe, wo die IG Metall jetzt in welche Richtung sie gehen will und auch versuchen, dass da einige Werke nicht geschlossen werden. Aber das sind so, glaube ich, die wichtigsten Leitplanken, ich glaube, die man für eine Industriepolitik voranbringen kann. Also es geht nicht nur um Dekarbonisierung, also es geht halt wirklich um viel mehr. Es geht halt, dass der Sozialstaat eben gestärkt dabei rauskommt, dass Gewerkschaften gestärkt dabei rauskommt. Also dass, wenn wir subventionieren, dass da halt auch Kompromisse von Seiten des Kapitals kommen, dass da zum Beispiel Tariftreue und sowas gestärkt wird. Und ich erwähne das auch in meinem Artikel. Wir sehen ja, in Deutschland gibt es quasi zwei Welten. Auf der einen Seite haben wir die Industrien, die halt gute Löhne haben und eine gewisse Lebensqualität. Und auf der anderen Seite haben wir diese Billigsektoren und Dienstleistungen, die halt komplett auch durch die Schuldenbremse komplett runtergekommen sind. Und da gilt es halt auch, diese Sektoren halt, dass man da die Lebensqualität dieser Menschen wieder hochbringt, sodass, wenn es Abbau gibt in den Industrien, dass zumindest die zukünftigen Generationen dann halt nicht in diese Scheißjobs, würde ich sagen, aber natürlich gibt es immer eine Würde in der Arbeit, aber im Scheißjob in dem Sinne von den Bedingungen, dass diese neuen Generationen halt nicht da reinfallen, weil das war halt auch immer eine Sache, vor allem auch in den Kohlerevieren, wo die Beschäftigten sich ziemlich im Klaren waren, wenn diese Jobs, zum Beispiel Kohle, gibt es ab 2030 nicht mehr. Wenn es die nicht mehr gibt, das kann zu einer, zu dem Verlust von Status innerhalb der Region geben, weil eben diese Arbeitsplätze nicht mehr da sind. Und die meinten alle, wir wollen nicht, dass hier jetzt plötzlich alles voller Logistikzentren gebaut wird, weil das sind halt Billigjobs, es ist nicht so viel Geld und so weiter. Und das muss man halt, beide Sachen muss man halt, glaube ich, zusammen betrachten. Und dann hattest du eine Frage noch zu den anderen. Ich glaube, das ist ein großer Fehler von der Klimabewegung, ist es, dass man sich da ziemlich eher auf so moralische Fragen fokussiert. Ne? Wir sind Deutschland und wir sind diejenigen, die sehr viel CO2 emittieren, und die Länder im globalen Süden sind dann halt schlecht dran, was nicht falsch ist. Aber das ist, dass, wenn du das den Beschäftigten sagst oder jemand auf der Straße, ist es für die erstmal so sehr abstrakt und hat überhaupt nicht einen Bezug zu deren Leben. Aber wenn du denen jetzt sagst, wir wollen dein Leben verbessern und wir wollen die Arbeitsbedingungen verbessern und wir wollen uns stärken in dieser Transformation, dann kannst du wirklich mehr einen Bezug zu den Leben dieser Menschen. Und dann kannst du auch das Thema Klimawandel als eher was Positives, also Klimawandel nicht, sondern Transformation, Klimaschutz sozusagen, als was Positives
verkaufen als jetzt etwas, was katastrophal ist und was sehr abstrakt wirkt noch. Ja. Jetzt vielleicht nur noch eine etwas ketzerische Frage. Plädierst du oder plädieren wir damit nicht letztendlich dafür, als Sozialisten eine Art von grünen Fordismus oder einen grünen Sozialkompromiss der 70er Jahre quasi zu fordern oder zu forcieren? Ich glaube, das Thema ist, wir sind jetzt nicht stark genug, um irgendwie was anderes zu verlangen. Das, was ich sage, ist auch etwas, ist auch ein Plan, mit dem man auch kurzfristig Arbeit aufbauen kann, sozusagen. Ne? Also, dass man da mit diesem Plan quasi mit einem stärkeren Sozialstaat, Schuldenbremse und das Ganze, dass man da aufbauen kann in etwas, wo man mit gewinnen kann am Ende. Wenn wir jetzt in einer stärkeren Position wären, könnte man tatsächlich über andere Sachen reden, wie tatsächlich, wo auch Eigentumsfragen dann eine größere, nur nicht nur kritische Infrastruktur, wo man auch andere, Branchen mit einbeziehen könnte. Aber ich glaube, dass Menschen mitnehmen ist nicht im Gegensatz zu Klimaschutz so. Ich glaube, das ist bei einigen in der Klimabewegung nicht so offensichtlich, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt Tatze Müller hören, ist er ja eigentlich so sehr negativ drauf und er sagt, die deutschen Beschäftigten können wir sowieso vergessen, weil die werden es nie verstehen, wie wichtig Klimaschutz ist, so ein bisschen ist sein Argument. Und er sieht es auch, als hätten die deutschen Beschäftigten ein Interesse daran, eine fossile Gesellschaft zu schützen. Ne? Und da sage ich, wenn man so denkt, dann gibt's eigentlich auch keine Lösung, weil was soll man dann machen, wenn man nicht die Mehrheit der Gesellschaft überzeugen kann für etwas, dann gibt's halt auch keine Lösung für. Und das ist ja viel viel negativer, als wenn man sagt, es gäbe einen Ausweg. Ne? Gut, vielen Dank, Nicole. Ich glaube, das ist sehr passendes Schlusswort für alle, die sich nochmal vertiefen wollen. Nicole hat heute veröffentlicht auf jacobin.de einen Artikel zum Thema mit dem Titel Transformation ja, aber sozial, und hat auch in den letzten paar Jahren auch weitere Texte zum Thema deutsche Autoindustrie und auch Klimastrategie veröffentlicht und wird hoffentlich in Zukunft auch weitere bei uns veröffentlichen. Vielen Dank, Nicole, nochmal für deine Zeit. Danke für die Einladung. Das war wieder eine Folge von Jacobin Weekly. Vielen Dank an meinen Gast, Nicole Kleinheister-Kamp-Gonzalez. Und vielen Dank an unsere treuen Zuhörer und ZuhörerInnen, die bis zum Ende dabei geblieben sind. Ich habe schon am Anfang euch gebeten, uns zu abonnieren und zu empfehlen, deshalb werde ich das diesmal lassen. Aber vielleicht nochmal die Erinnerung, wenn ihr unbedingt Gäste empfehlen möchtet zum Beispiel oder andere Vorschläge habt, wie wir den Podcast verbessern können. Bald werden wir auch ein Intro dazufügen, ich verspreche es. Aber wenn ihr weitere andere Vorschläge habt, gerne jederzeit entweder in den YouTube-Kommentaren da reinpacken oder auch per Mail an redaktion@jacobin.de. Wir sind nächste Woche wieder da, diesmal mit der lang versprochenen Auftritt meiner Kollegin Astrid Zimmermann über die Melancholie der Linken. Es gibt, denke ich, mehr als genug Melancholie in der Linken heutzutage zu besprechen und ich bin gespannt zu hören, was sie zu sagen hat. Gut, bis nächste Woche.